Kölner Fahrradkorks jagt. Fahrradkorks, ja, Mann. Fahrradkorks jagt auf Rotsünder. Seid ihr am Start, Leute? Zwei Polizisten, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißen. Steht doch locker in der Beschreibung. Mertens und Jochheim, ja, Mann. Ich sage euch, das sind die größten Ehrenmänner. Grüße gehen raus an Mertens und Jochheim. Wegen euch sind unsere Straßen sicher. Weil ihr mit euren Bikes hasselt die keine zweiten, Jungs. Ich fühle euch. Ist er nicht rot oder was? Oder guck mal rechts. Bitte? Ja, der geht auch bei Rot rüber, ja, ganz stolz. Guck mal, es ist so. Es ist einfach allein schon diese Situation wieder. Zwei Polizisten sitzen auf dem Fahrrad. Ja, geht er nicht bei Rot hier gerade vor uns rüber? Es juckt ihn einfach null. Ey, so geil. Und der guckt nur hinterher. Hä? Wie, er ist bei Rot über Ampel gegangen? Die sind einfach nur lost. Ist rot, ne? Bitte warten bei Rot. Er lacht doch. Böser Blick. Muss er aber bezahlen, wenn er lacht. Ja! Das ist sowieso das Geilste. Muss er auch bezahlen, wenn er lacht. No joke, die machen die Preise einfach nach eigenem Ermessen. Es gibt eine Folge, da halten die so einen, irgend so einen Kölner Porsche-Fahrer mitten in der City an. Und da hat er irgendwie ein Bußgeld bekommen für die Einstellung in seinem Kopf. Weil er das entschieden hat. Weil Mertens und Jochheim dazu wollten, für die Einstellung in seinem Kopf. Gut. So 55 Euro Verwarnungsgeld. So, die 55 Euro zahlen sie nicht dafür, dass das Auto zu laut war, sondern die 55 Euro zahlen sie für die Einstellung in ihrem Kopf. In Verbindung mit dem Gaspedal. Genauso wie da, ey, der denkt sich so, ja, der lacht noch, wer Wichser, ich bin oben, der kriegt Knöllchen. Ey, es ist so geil. Ja, man kommt nicht weit, wir haben jetzt auch einen Auftrag, wir wollen einen Herrn aufsuchen. Und deswegen sind wir ein bisschen in Zeitnot. Ja, auch der, ne, klar, mal eben mal rot, die Dame auch hier. Ja, passiert ja nichts, ne? Also, das ist so. Und es juckt doch einfach keinen, ne, dass da Mertens und Jochheim auf dem Fahrrad radeln, ey. Die Junge, die werden so gar nicht, aber du kannst den Polizisten auf dem Rad nicht erst sehen, wenn da einer kommt, ihr mir auf dem Rad hinterher schwuchtet wie so ein Berserker, Alter. Die müssen absteigen, falsche Seite. Hallo? Wahrscheinlich schiebt er jetzt den Rest, ne? Wahrscheinlich schiebt er jetzt den Rest. Würde mich auch nicht jucken, warum fahren die Dudis denn auf dem Fahrrad? Ja, Mann, keine Ahnung, Alter. Das ist auch so geil. Ihr müsst euch die Videos angucken. Das ist zwar Schrott-Content durch 10, aber ey, entertaining as fuck. Du musst das sehen, wenn dann ein Porsche-Fahrer hinter dem lang fährt und der Jochheim zum Merten sagt, komm, ich glaub den Schnabelschwimmer. Das war der von eben, Markus. Guck mal, ob ich den kriege. Da ist er doch. Den hast du doch schon. Fahrt mal hinterher. Guck mal. Genau, absteigen. Sehr Dankeschön. Schön. Das ist ganz sicher. Wir haben schon mal gehabt. Bei dir? Alles an denen ist so geil. Hier, oh ja. Absteigen. Hallo. Juckt die nicht. Super, danke. Hallo. Ich bin halt gespannt, wo die hinwollen, ne? Was die für einen Termin haben. Machen Sie das Handy weg, ne? Die telefoniert hier. Ja. Vor allem, anstatt als Polizist da irgendwie einfach nur lästern die so. Guck mal, hier die telefoniert. Das kostet mich 25 Euro. Die haben auch eine Knarre, ne? Das ist ja das Geilste, dass die zwei Dödel auf ihrem Rad mit einer Knifte rumlaufen können und nach Ermessen ihr Bußgeld verhasseln. Das ist ja das Geilste ever, Junge. Manchmal auf Belehrung und nicht auf Strafe? Alter. Ja, klar. Manchmal hilft es auch. Aber leider haben Studien bewiesen, dass es einfach nur das Portemonnaie geht. Ne? Das ist so, mit Belehrung bringt das nicht viel. Das geht nur was Geld. Heute werden sie abkassieren. Viel mehr, ich glaube, wir müssen darüber, als den Beamten lieb ist. Oh, Ansage. Ist das ein Student? Nee. Komm her, wir haben. Weil es ist ganz wichtig, ob das ein Student ist, weil eine Studenten hätte sind da natürlich nicht angehalten, Leute. Was spielt das für eine Rolle, ob das ein Student ist, Junge? Langsam. Beim Café, sagt er mir. Die sind einfach so random, Alter. Ich finde, das macht auch legit dieses ganze Polizeisystem irgendwie, dass die da generell, wenn die einen anhalten, der geht bei Rot. Die können sich aussuchen, ob der zwischen 0 und 250 Euro Strafe zahlt. So, what the fuck? Und Jochheim und Mertens, wenn er den nicht nett findet, dann sagt er ja 2,50. So, WTF. Da ist er, das geht doch nicht, das muss doch geregelt sein, fest. Also da fühlst du dich doch so ungerecht behandelt dann. Sie haben mir geschrieben, dass sie angefahren wurden, auch in dem Fersenbereich. Ja, ich bin von da gekommen. Als Fußgänger. Als Fußgänger, ich wollte nach Hause kommen. Und rum kommt der so hinten, ich hab mich richtig erschrocken und der hat so an mir vorbei. Ne? Hab ich gar nicht gesehen kommen. Der sagt doch nicht, Entschuldigung, ihr wollt halt gar nicht das an. Das ist ja ein Ding. Ja, die können rauf und runter fahren. In beide Richtungen, ist ja kein Problem. Aber die nehmen die Abkürzung hier, sagen sie. Aber hier geht's ja viel besser, ne? Hallo? Hallo, der Herr, bitte. Schönen guten Tag. 250 Euro. Was ist das? Wollen Sie bezahlen oder? Ja, genau das! Genau das ist es! Genau das! Was sind das für Polizisten? Wie kannst du als Polizist einfach nur. Ey, was ist das? Wollen Sie zahlen? Bruder! Dafür sind wir hier! Ey, keine Ahnung, Alter. Ich.
Und der Junge, ja! Habt ihr gesehen, wie der guckt? Wie der guckt? Er sieht so gerade, fuck, die wurden voll gebastelt und er ist einfach schon vorbei. Ja, der kurs einfach weiter jetzt. Der steigt nicht ab und Bein wieder drauf. Zurück aufs Pedal, Abfahrt. Kommen Sie mal zu mir, bitte mal. Eigentlich kostet das ja Geld, aber ich verwarne Sie mal mündlich, weil Sie einsichtig sind ja auch. Ne? Und siehst du, ja, genau das, genau das. Eigentlich kostet das ja Geld. Streamdown? Was machen Sie dann? Die haben keine Chance. Der Radfahrer wird Sie im letzten Augenblick gar nicht sehen. Als ob ich gestrikt wurde. Joch rein und Mertens kicken rein. In Verbindung mit dem Basspedal.